müssen schaffen, das nicht rechtzeitig durchzukommen. Habe ich so verstanden. Okay. Hier haben wir Portalflächen. Ach so. Ja. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Gehen wir hier erstmal durch. Auch erstmal durch. Jetzt kann ich hier erstmal alles rummalen. Und dann der obere, das noch ein bisschen weiter fliegt. Und jetzt müsste das hier doch klappen. Hui, ja, das hat geklappt. Top. Da oben. Ah, hier gibt es einen Würfel. Ja, gut. Dann Würfel hier hin. Portal hier rüber. Noch ein Würfel. Mit dem Würfel können wir... Da oben war doch noch so ein Ding. Jetzt habe ich es. Da war auch noch so eine Fläche. Genau. Achso, jetzt müssen wir hier so durch. Ah, okay. Ja, ich bin momentan ein bisschen stiller, weil ich irgendwie überlegen muss. Also, das ist doch gar nicht so einfach, wie ich dachte. So, jetzt haben wir hier nichts. Einmal einen Knopf. Was macht der Knopf? Ah ja. Das macht... Dreht das Ganze um. Okay. Ah, toll. Brauchen wir jetzt vielleicht noch den ersten? Ach ne, wir können hier auch einfach so durch, oder auch nicht. Ah, netter Versuch. So, jetzt bin ich durch. Macht ihr wieder... Eine Portalfläche, okay. Macht der noch irgendwas anderes? Muss er hier eine Portalfläche? Da muss ich doch wohl, glaube ich, lang. So, dann kommen wir hier oben. Dann kommen wir auf jeden Fall lang. Jetzt sind wir hier oben schon mal. Okay. Da, was passiert, wenn wir hier drücken? Ah ja. Okay. Gehen wir einmal rüber, dass wir da den Knopf drücken können. Der muss ja auch irgendwas können. Was macht der Knopf? Ah, der lässt den Würfel darunter. Ah, okay. Okay. Heißt also, Würfel holen. Würfel vielleicht da hochbringen. Wäre wirklich nicht so schlecht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Boah. Tja. Das hätte jetzt echt schief gehen können. Weil ich immer gesagt habe, dass das echt schief gehen könnte. Hätte schief gehen können. Oh, Würfel draufgelegt. Jetzt haben wir da hinten schon mal die Portalfläche. Kann man hier mal rüber gehen wieder zurück. Ja. So. Ich glaube fast, das war die falsche Portalfläche, die ich hier hingesetzt habe. Ja, nochmal. Lass mich da doch durch. Kann doch nicht so schwierig sein. Hm.
Ja, also wenn ich die Würfel da nicht liegen lasse, dann komme ich nicht auf die andere Seite. Aber ich müsste den Würfel, glaube ich, da auf diesen Knopf kriegen. Aber wie, ist die Frage. Wie soll ich das hinkriegen? Also, weil ich weiß ja schon mal, dass ich so hier rüberkomme. Ja, da bin ich schon mal drüben. Jetzt muss ich... Da oben muss der Würfel hin. Da muss der Würfel hin. Okay. Da ist noch ein Würfel. Ah. Ah. Was sehen wir denn da? Ja, das kriege ich natürlich hin. Mir so den Würfel zu holen. Hehe. Ja, klar. Einfach drauflegen. Jetzt kann ich nämlich selber da hoch. Ein Knopf. Was macht der jetzt? Noch ein Würfel. So, so. Kubi. Das ist Kubi. Cool, Kubi. Ja, da kriegt der Mapbauer schon mal direkt Pluspunkte von mir. Er hat Kubi eingebaut. Ah, dann geht's hier direkt mal Kubi holen. Okay, das war wieder zu langsam. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. So, jetzt haben wir hier Kubi. Jetzt müssen wir... Wie kommen wir jetzt da rüber? Achso, Kubi können wir jetzt hier reinlegen. Dadurch... wir dort jetzt noch eine Portalfläche. Ich glaube, jetzt muss ich nur noch den hier runternehmen. Oder? Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch schneller sein. Verdammt. Okay, das klappt so nicht. Mist. Okay, Aber, okay, ich habe eine Idee. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich nehme mir den Würfel hier und gehe mit denen einmal rüber. Über die, das übliche Portal. Hier. Na komm. Dort und. Na komm. Ah! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Jetzt haben wir nämlich schon mal das. Jetzt müsste ich von hier aus dort und dort Portal öffnen können. Genau. Hier rüber und drauflegen. Gigaplex. Hui. Yeah. Geschafft. Endlich. Okay, es war schon ein bisschen kniffliger. Das muss man schon sagen. Ja, hat mich jetzt einen Moment gedauert. Ja. Also jetzt war es nicht sonderlich super berauschend. Aber es war auch unter keinen Umständen schlecht. Der Anfang war vielleicht ein bisschen, musste man sich erstmal reinfinden. Die Szene hier mit dem Gel hin und her springen, das fand ich schon in der Kampagne übelst cool. Ja, es war jetzt hier genauso cool. Ob die Schleimerei ganz ehrlich am Ende hätte sein müssen, ja, kann man drüber reden. Der Schleim lag da ja auch genug rum, orangener Schleim. Wir haben es so verstanden. Ja, also, wie gesagt, war es nicht super berauschend, auch nicht schlecht. Deswegen sage ich einfach mal eine mittlere Bewertung. Ich gebe gar keinen Daumen.
Und trotzdem nochmal versuchen. Ich denke mal so ein bisschen. Na, das Infinity Wire hat mich ja schon richtig ja, fertig gemacht, weil ich einfach zu blöd dafür war. Solche Kammern will ich wieder haben, ja, dass ich mir einfach mal total blöd fühle. So dass ich dann sagen muss, ich komme nicht weiter. Der Test oder der Mapbauer oder die Kommentarfunktion soll mir halt eben weiterhelfen, dass ich diese Szene schaffe oder diese Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Das fände ich, also da soll man sich wirklich anstrengen, aber keine unmöglichen Sachen. Ja, unmöglich ist nicht. Gut, mal schauen, ob ich da jetzt irgendwas kriege. Ich kann mir jetzt auch gerade mein eigenes Grab geschaufelt haben und die nächste Testkammer wird dann mal so eine 3-Stunden-Aufnahme, weil ich dann einfach nur da sitze und denke, da bin ich blöd. Aber bis es denn soweit ist, noch einen schönen Tag und testet nicht so viel.